Und wenn wir uns nicht erlauben, vor allem jetzt in den Motorcentern, die uns ja Kraft und Energie schenken, unsere volle Power auszuleben, dann hat das ja einen ganz schön großen Einfluss auf unser Energieniveau. Hallo und herzlich willkommen im Sternenstaub-Stunden-Podcast, deinem Podcast für holistisches Human Design. Mein Name ist Steffi, ich bin Holistic Human Design Coach, Gründerin von All About Human Design, Autorin und Host von diesem wundervollen Podcast. Ich freue mich riesig, dich heute zu einer neuen Folge begrüßen zu dürfen und gemeinsam mit dir zu entdecken, was es wirklich bedeutet, ein Leben im Einklang mit deiner ganz eigenen Energie zu erschaffen. So schön, dass du hier bist zu einer neuen Folge im Sternenstaub-Stunden-Podcast. Ich freue mich jetzt ganz riesig, mit dir hier diese nächste Zeit zu verbringen und gemeinsam mit dir tiefer in dein Human Design Experiment einzutauchen und so ein bisschen als Wegbegleiterin einfach hier an deiner Seite zu sein durch den Podcast. Ich habe mir heute überlegt, es gibt eine Solo-Folge, eine kleine Impuls-Folge, und als ich so ein bisschen reingespürt habe, welche Themen jetzt gerade ganz präsent sind, dachte ich, ich würde gerne mit dir in ein Thema eintauchen, in die Center. Eintauchen, aber nochmal in ein bisschen ein Unterthema. Wir haben ja im Human Design die neuen Center. Die neuen Center sind ja unsere Energieknotenpunkte, die energetisch, aber auch körperlich für gewisse Aspekte in uns stehen, wo unsere Energien zusammenfließen, wo wir auf der einen Seite Energie nach draußen tragen, wo wir andere Leute durchprägen, aber wo wir auch wieder unsere Umwelt wahrnehmen können. Und ich möchte heute mit dir ganz besonders in die definierten Center eintauchen, das heißt in Energien, die in uns dauerhaft angelegt sind. Für jeden hier, der jetzt noch ein bisschen neuer drin ist, wenn du deine Human Design Chart anschaust, hast du ja diese neuen Formen, nenne ich jetzt mal die Quadrate, Rauten, die über die Chart verteilt sind. Die Center sind ja die Abwandlung der 7 Chakren, da haben wir die neuen Center. Und im Human Design unterscheiden wir nochmal, ob ein Center definiert ist oder undefiniert ist. Definiert bedeutet jetzt immer, wenn du visuell auf deine Chart schaust, definiert ist farbig. Da ist Farbe drin. Die Farbe steht wiederum für die Energie, die dauerhaft vorhanden ist. Das ist eine dauerhafte Anlage, die du mitbringst seit deiner Geburt und da einfach Zugang aus dir heraus, Zugang zu den Energien hast, die in diesem Center angelegt sind und auch andere Menschen mit dieser Energie prägst. Das ist so das definierte Center erstmal. Undefiniert ist alles, was weiß quasi, all die Formen, die neuen Formen, die weiß in deiner Chart sind. Je nachdem, wie wir quasi, welche Planeten zum Zeitpunkt unserer Geburt wo standen, was aktiviert ist in unserer Chart, können wir kein Center definiert haben. Das sind dann alle Reflektoren, die haben 9 undefinierte Center. Wir können aber auch bis zu 9 Centern definiert haben und alles dazwischen. 2 Center, 7 Center, 5 Center, je nachdem, was das Verhältnis ist zwischen farbig und weiß, das ist so die Anzahl der Center, die du definiert hast. Und heute möchte ich mit dir in die Motoren eintauchen. Die Motoren sind eine Unterkategorie der Center, könnte man sozusagen sagen. Die Motoren, der Name verrät es schon ein bisschen. Im Human Design sagen wir, die Motoren sind Center, die Energie aus sich heraus bereitstellen, die Energie schenken. Wie ein Motor läuft da etwas, da ist eine Energieumwandlung auch vorhanden. Und da haben wir 4 unterschiedliche Motoren, die alle ein bisschen anders ticken. Und ich möchte heute so ein bisschen Richtung Frühling, Sommer, wo wir uns jetzt gerade befinden, während ich hier aufnehme, Anfang Mai, haben wir so ein bisschen das Gefühl, so rauszukommen aus dieser Wintermüdigkeit. Wir spüren, die Energien kehren zurück. Und im Human Design hat ganz viel mit unseren Energien ja auch, haben die Center etwas zu tun. Die Center, vor allem die Motoren, die uns Energie bereitstellen. Wenn wir sie jetzt definiert haben, dann haben wir Zugang zu dieser Motorkraft aus uns heraus. Das ist auch wieder etwas, was uns von Anfang an seit unserer Geburt mitgegeben wurde, wo wir aus uns heraus diese Energie auch nutzen können, aber auch andere Leute mit dieser Energie versorgen. Wenn die Center, die Motorcenter jetzt undefiniert sind, dann kriegst du diese Motorkraft, diese Energie über andere Leute. Dann kannst du von anderen Leuten profitieren, die dir beispielsweise Antrieb schenken. So einen liebevollen Arschtritt über die Wurzel. Oder die dir eine emotionale Kraft schenken, wo du merkst, die Emotionen sind ja auch eine starke Kraft. Wenn du die undefiniert hast, wird über andere Menschen werden Emotionen ausgelöst und du kannst dann aber auch wiederum diese Emotionen nutzen, um in die Handlung zu kommen, um in die Umsetzung zu kommen
und diese Energie quasi zu nutzen, um etwas wieder in den Ausdruck zu bringen. Darum geht es meist auch bei der Motorkraft, ne? Da wird Energie geschenkt und irgendwas wird dadurch in den Ausdruck gebracht. Da wird Energie auch durch die Chart gepumpt sozusagen. Genau. Und es kann aber sein, also generell sagen wir im Human Design oft so, wenn du jetzt auch schon ein bisschen länger dabei bist, dann kennst du wahrscheinlich auch, dass wir davon sprechen, dass wir in den definierten Zentren, ne, haben wir unsere festen Anlagen, in den undefinierten Zentren nehmen wir unsere Umwelt auf. Und häufig, wenn es darum geht, dass wir gewisse Limitierungen spüren oder Begrenzung oder Glaubenssätze, dann schauen wir in erster Instanz oft erstmal die undefinierten Zentren an. Weil unsere undefinierten Zentren, das ist ja da, wo wir offen sind, wo wir andere Leute wahrnehmen, die Energien verstärken und somit aber auch Glaubenssätze von anderen Leuten extrem stark aufnehmen können. Punkt ist jetzt aber, und da möchte ich jetzt heute gar nicht so tief drauf eingehen, auf die undefinierten Zentren und was das alles da mit Glaubenssätzen zu tun hat, sondern was mir jetzt gerade wichtig ist, einmal zu betonen, ist das, was ich in meiner Arbeit immer stärker gemerkt habe, je mehr Readings ich geben durfte, je mehr Menschen ich begleiten durfte in meiner Arbeit, dass wir die definierten Center, wo wir zwar Energie zur Verfügung haben und eigentlich vielleicht auch sagen könnte, ja, wir haben da so einen gesunden Puffer zur Verfügung, wo wir vielleicht auch nicht so stark von außen beeinflusst werden. Aber nichtsdestotrotz können wir trotzdem uns in diesen Energien limitieren und zurückhalten. Und manchmal machen wir gewisse Erfahrungen oder haben durch unsere Erziehung und Prägung nicht mitbekommen, was es bedeutet, diese Energie im gesunden Maße auszuleben. Das heißt, wir haben vielleicht nie gelernt, wir haben vielleicht ein definiertes Sakral und wir gehen gleich die vier Motoren auch nochmal durch, welche Motorkraft sie uns schenken, wie die Energie sich zum Ausdruck bringt. Aber wir haben vielleicht ein definiertes Sakral, wo man sagt, okay, da ist eine Lebensfreude da ist ein dauerhafte Energie da, eine Ausdauer, die in Projekte, in Umsetzung gesteckt werden möchte. Aber wir haben vielleicht nie gelernt, dass es in Ordnung ist, in Freude etwas zu erschaffen. Oder dass es in Ordnung ist, auch viel Energie mitzubringen, weil wir vielleicht dafür belohnt wurden, dass wir schwach und kraftlos sind oder dafür belohnt wurden, Dinge zu tun, die uns keine Freude machen. Und so haben wir natürlich niemals gelernt, unsere gesamte Motorkraft im Sakral zum Ausdruck zu bringen und die wirklich zu nutzen. Das heißt, nur weil ein Center jetzt definiert ist, sind wir nicht davor total geschützt, dass da keine Glaubenssätze liegen können, dass da keine Limitierungen liegen können oder dass wir da ja gewisse Themen haben, die uns zurückhalten. Und ich finde, manchmal ist hier sogar natürlich die undefinierten Center, wenn wir von anderen Leuten anderen Leuten Glaubenssätze aufnehmen, dann ist das natürlich auch ein großes Thema, weil wir uns dadurch von uns selbst entfernen. Aber an sich bieten uns ja dann vor allem in unseren definierten Centern, die geben uns die Kraft und den Anschwung und die Stabilität, trotzdem mit diesen äußeren Einflüssen umzugehen. Wenn wir jetzt aber die Energien, die wir eigentlich dauerhaft zur Verfügung haben, nicht in ihrem vollen Maße ausleben können, dann hat das natürlich auch wieder einen unglaublich großen Einfluss darauf, ob wir unser ganzes Potenzial ausleben können. Weil alles, was wir definiert haben, das leben wir auf der einen Seite auch für uns aus, weil wir diese Energie brauchen, um unsere Seelenpotenziale zum Ausdruck zu bringen. Aber wir leben es auch aus, damit wiederum ja auch andere davon profitieren können. Und so ist ja auch Human Design dieses große Puzzle sozusagen, ja, wo du nichts nur für dich tust, sondern auch immer ja von deiner sakralen Energie auch andere zehren können und dadurch gestärkt werden. Und wenn wir uns nicht erlauben, vor allem jetzt in den Motorcentern, die uns ja Kraft und Energie schenken, unsere volle Power auszuleben, dann hat das ja einen ganz schön großen Einfluss auf unser Energieniveau, wie wir uns zum Ausdruck bringen, ob wir überhaupt die Kraft und die Energie haben, unser Potenzial zu leben. Aber es hat natürlich auch einen großen Einfluss auf unsere Umwelt und auf die Menschen, mit denen wir in Kontakt kommen, weil die ja auch wiederum nicht von der Energie profitieren können, nennen wir es jetzt mal so. Und ich finde vor allem, wenn wir uns ja unser Bewusstsein da erweitern, uns mehr mit uns auseinanderzusetzen, werden wir uns ja auch immer mehr bewusst, dass wir hier eine Aufgabe haben, dass wir hier etwas bewegen wollen in dieser Welt. Und dafür brauchen wir nun mal Kraft und Energie. Das können wir nicht ohne diese Power tun. Und da ist es auch wieder eine Verantwortung im positiven Sinne, wenn wir ein oder mehrere Motoren definiert haben, diese im höchsten und besten Sinne auszuleben. Und jetzt erstmal als kurzen Überblick, bevor wir jetzt einzeln einen kleinen Blick in die Motorenergien, in die möglichen Limitierungen, aber auch das Potenzial dahinter werfen. Was sind überhaupt die vier Motoren? Im Human Design haben wir die Wurzel,
das ganz untere Center. Der Chart ist wirklich ja quasi am Steißbein, das Wurzelchakra. Da haben wir das Wurzelcenter, das Viereck. Wir haben darüber das zweite Quadrat, in der Mitte im Unterbauch das Sakral, ein weiterer Motor. Wir haben die Emotion, das ist, wenn du auf die Human Design Chart blickst, auf der rechten Seite das Dreieck. Und dann darüber haben wir das Herz, das kleine Dreieck. Das sind die vier Motoren: Wurzel, Sakral, Emotion und Herz. Das sind all die Center, die uns aus uns heraus, wenn sie definiert sind, Energie, Anschwung, Ausdauer, Willensstärke, Kreativität schenken können, um etwas in dieser Welt zu bewegen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt diese vier Motoren nacheinander einfach mal so ein bisschen langsamer durch und ich nehme dich mit in gewisse Themen. Du hast natürlich jetzt am besten entweder im Kopf oder mit dem Blick auf deine Chart auch parat, ob du das Center definiert hast oder nicht, und kannst da einfach mal so ein bisschen mit mir in die Energie eintauchen. Und auch wenn du jetzt keines der vier Motoren definiert hast in deiner Chart, wird es Menschen in deinem Umfeld geben, die diese Kraft mitbringen. Partner, Kinder, Kollegen, Freunde. Und auch hier für dich dieses Feingefühl dafür zu entwickeln, weil du, wenn du die Center undefiniert hast, dann nimmst du wahr, ob andere Menschen diese Energie leben können oder ob sie eine Limitierung haben, weil du verstärkst ja sozusagen die Energie deines Gegenübers. Und für dich ist dieses Verständnis auch unglaublich wichtig, zu wissen, oh ja, der Partner hat vielleicht eine definierte Wurzel, oh, da ist Stress ein großes Thema. Ich merke, wenn er raus aus der Balance ist, dann nimmt der Stress überhand oder die Lethargie. Und hier darf ich reinspüren und ihm das vielleicht auch liebevoll spiegeln. Oder ne, mit dem Sakral, wenn die Frustration und die Energielosigkeit zu groß wird, dann kann ich das hier meinem Partner, meiner Partnerin oder Freunden liebevoll spiegeln und sie darin begleiten, wieder in ihre Kraft zu kommen. Das heißt, natürlich ist jetzt die Folge spannend, wenn du ein Motorcenter definiert hast, aber auch für alle anderen, weil wir einfach permanent in diesem Energieaustausch und in dieser Dynamik sind, dass wir sowieso eigentlich Human Design, am Anfang gucken wir auf unsere Chart, lernen unsere Chart in der Tiefe kennen und das ist ein wertvoller Step. Aber wir merken dann, wir sind auch mit allen anderen verbunden und das ist dann das Schöne, dass wir uns dann auch wieder öffnen und nicht nur unsere Einzigartigkeit sehen, sondern auch die Potenziale und die Energien und Einzigartigkeiten der Menschen um uns herum. Das noch als kleiner Disclaimer und ich würde jetzt sagen, wir starten jetzt einfach mal direkt in die Wurzelenergie rein. Die Wurzel am unteren Ende unserer Chart ist unser Antrieb, es ist unser Adrenalin, es ist unser Stress, auch im positiven Sinne, wir haben Eustress. Das heißt, die Wurzel kann Druck und Stress auslösen, damit wir in die Handlung kommen. Ich nenne die definierte Wurzel immer gerne so den liebevollen Arschtritt, den wir permanent in uns tragen, um loszugehen. Die Wurzel ist aber nicht dauerhaft, selbst wenn wir sie definiert haben, drückt sich die Wurzel in gewissen Mustern aus. Dazu gibt es hier auch schon im Podcast eine Folge zu den Formatenergien. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, habe ich da letztes Jahr ziemlich intensiv mal drüber gesprochen, dass es einfach unterschiedliche Energiemuster gibt, wie sich die Wurzel so ausdrücken kann. Wichtig jetzt aber einfach zu verstehen, ja, da ist ein Antrieb. Da ist eine Handlungskraft, um ja in die Umsetzung zu kommen, um loszugehen. Ich würde sagen, es ist die Starter, die Anzünderenergie sozusagen. Aber die ist nicht 24/7 da. Die muss nicht Tag und Nacht zur Verfügung stehen, sondern die steht nur in den richtigen Momenten zur Verfügung. Das heißt, jemand mit einer definierten Wurzel kann einerseits in den richtigen Momenten auch den Stress und den Antrieb nutzen, weiß aber eigentlich auch, wann er in der Ruhe bleiben darf. Weil auch die definierte Wurzel kann Ruhe ausstrahlen. Das steht für Sicherheit, für Erdung. Also wir haben hier so quasi zwei Polaritäten. Und nur in den richtigen Momenten wird der Druck und die Motorkraft freigesetzt, um in die Umsetzung, um in die Handlung sozusagen zu kommen. Und wenn ihr in der Wurzel eine Limitierung liegt, dann neigen wir dazu, in eine der Extremen zu verfallen. Also wir sind zum Beispiel dauerhaft gestresst und es fällt einem unglaublich schwer, Dinge ohne Druck zu erledigen. Also das ist so eine Limitierung, dass wir denken, wir brauchen vielleicht auch den Stress. Ja, wir haben fast uns daran gewöhnt, dass Stress unser neues Normal ist und unser Körper ist schon so auf diesem Cortisol-Adrenalinspiegel eingepegelt, dass wir auch permanent den Druck in alles, was wir tun, bringen wir einen gewissen Druck mit. Und dadurch natürlich, wenn wir permanent im Stress sind, verlieren wir oft auch die Verbindung zu uns selber im Druck und im Stress. Der kann uns natürlich dienen für einen Moment, aber unsere Körper sind auch nicht dafür ausgelegt, den dauerhaft auszuhalten. Das heißt, an irgendeinem Punkt verlieren wir meist auch die Verbindung zu unserer inneren Stimme, also zu unserer Entscheidungsweisheit, zu unserer Autorität. Wir verlieren aber auch das Vertrauen ins richtige Timing, weil wir sind ja nur noch gestresst. Wir können gar nicht mehr wahrnehmen, wann der richtige Moment ist,
loszugehen, weil wir immer auf 180 sind. Das andere Extrem kann sein, dass wir uns extrem lethargisch fühlen und gar keinen Antrieb für nichts mehr haben. Und das kann sich natürlich auch abwechseln, dass wenn wir eine lange Zeit sehr gestresst waren, dass unser Körper irgendwann die Reißleine zieht und wir dann in diese extreme Lethargie verfallen, ohne dass es dieser gesunde Wechsel ist, dieser gesunde Antrieb und dann die gesunde Pause und das Vertrauen. Deswegen ist hier die Wurzelenergie zu verstehen unglaublich wichtig. Ich selber habe eine definierte Wurzel und weiß auch immer wieder, dass ich dazu neige und dass mir sowohl übermäßiger Stress ganz viel Kraft nehmen kann. Ich hoffe, ihr hört jetzt gerade nicht so laut. Hier ist gerade heute, während ich den Podcast aufnehme, schon Müllabfuhr, Krankenwagen und jetzt ein Hubschrauber vorbeigeflogen. Aber ich bin jetzt gerade hier so im Flow. Ich hoffe, es klappt für euch. Ihr seid einfach mittendrin hier im Leben. Genau, ich selber habe eine definierte Wurzel. Das heißt, ich kenne diese Thematiken gut und für mich ist es auch immer wieder ja häufig ein Thema gewesen mit diesem Druck, mit diesem Stress und da rauszukommen beziehungsweise auch zu verstehen, auch die Lethargie zu reflektieren, wo war ich vielleicht zu doll im Stress und da ein gesundes Maß zu finden, den Stress zu nutzen, auch mal zu sagen, hey, ab und zu nimm mir so eine Deadline oder sowas auch zu nutzen, so einen gewissen Druck auch mal zu haben, das brauche ich, aber ich kann mich nicht nur selber vor allem unter Druck setzen und einer Sache nach der anderen hinterher rennen. Weil mit der definierten Wurzel kommt dieser Druck und dieser Stress aus uns heraus. Wenn du jetzt eine undefinierte Wurzel hast, nimmst du die eher von deinem Umfeld wahr. Du lässt dich von anderen stressen. Definierte Wurzel, wir sind meist unser selbst unser größter Stressor sozusagen im Leben. Und um diese Limitierung loszulassen, ist es natürlich ganz wichtig, auch diesen anderen Aspekt der Wurzel zu nutzen, diese Erdung, das Vertrauen, erdende Rituale einzubauen, zu verstehen, wann dient mir der Stress, wann kann ich den Stress als Anschwung nutzen und wann darf ich aber auch rauskommen aus diesem Stress. Was holt mich auch aus dem Stress? Also immer wieder zu wissen, und da hat jeder andere Dinge, aber für mich ist es zum Beispiel Kochen. Kochen ist etwas, was mich komplett aus dem Stress rausholt, wenn ich etwas mit meinen Händen mache, wenn ich Gemüse schnibbel, wenn ich ja Gewürze zusammenmische. Das ist für mich raus aus dem Stress oder auch Spaziergänge mit meinem Hund, ohne Handy, ohne Verpflichtung, ohne Uhr. Das sind so erdende Rituale, wo ich weiß, auch wenn ich gerade im Stress bin und wenn gerade viel los ist, genau dann darf ich diese Rituale einbauen, um für mich eine gesunde Balance zu finden. Und ich weiß auch, dass es genauso in Ordnung ist, einfach mal eine Woche, ein paar Tage auf dem Sofa zu liegen und keinen Antrieb zu haben, weil das gehört zur Wurzel dazu. Ich muss nicht permanent diesen Stress nutzen können. Also auch da zu wissen, okay, hier sind auch mal Momente, da kann ich auch mal das komplett loslassen. Ich weiß, er kommt wieder. Wenn ich weiß, es ist zu lange, dann auch wieder reinzuschauen, okay, wo bin ich vielleicht davor über meine Grenzen gegangen. Auch hier helfen meistens diese erdenden Rituale, um die Batterien aufzuladen. Genau, aber so ein bisschen immer so dieses Verhältnis von Stress, Anspannung, Entspannung, Eustress, positiver Stress oder Distress, negativer Stress, ist da sehr hilfreich zu verstehen. Als zweiten Motor würde ich jetzt sagen, gucken wir uns einfach mal das Sakral an. Das Sakral liegt ja über der Wurzel, das ist der Motor aller Generatoren und manifestierenden Generatoren. Das heißt, wenn du jetzt Generator oder MG bist, weißt du schon mal, du hast das definierte Sakral. Es ist der ausdauerndste Motor, den wir in uns tragen. Es ist das innere Feuer, die Lebensfreude, die uns zur Verfügung steht, um wirklich nachhaltige Dinge umzusetzen, aufzubauen, zu erschaffen. Und Sakral ist eine sehr kreative und schöpferische Energie. Und diese Energie in diesem Motor wird aber nur zur Verfügung gestellt, wenn wir unserem Bauchgefühl vertrauen, wenn wir uns erlauben, zu reagieren, was ja immer ein Teil der Strategie ist für Generatoren und MGs. Und das ist sozusagen der Schlüssel für diesen Motor, damit der überhaupt entfachen kann, damit da überhaupt Energie freigesetzt wird. Und diese Reaktion hat ja auch immer ganz viel mit der Freude zu tun. Ne, spürst du jetzt gerade Freude? Spürst du Begeisterung? Spürst du auch eine Art von Zufriedenheit in dem, was du tust? Oder bist du frustriert? Bist du antriebslos? Hast du keinen Bock auf die Dinge? Ne? Hast dich vielleicht vom Verstand leiten lassen, um ein Projekt umzusetzen und du merkst, an sich geht dir schon die Puste aus? Das ist so die grundsakrale Energie. Die größte Limitierung, die hier liegen kann, ist halt, dass wir uns von unserem Verstand leiten lassen, also rational entscheiden, worin wir unsere Energie investieren und nicht aus dem Bauchgefühl. Das heißt, nicht der Strategie vertrauen. Oft ist das Sakral auch, wird leer sozusagen oder es wird nicht aufgefüllt, wenn wir zu wenig in unserem Leben tun, was uns Freude bringt.
Und das muss jetzt nicht immer der Job nur sein, denn das Sakral ist nicht nur auf die Arbeit fokussiert, sondern es geht darum, eine gesunde Balance im Leben zu haben. Und natürlich im optimalen Falle das Sakral, die kreative Kraft für etwas zu nutzen, was einen auch beruflich erfüllt. Aber auch im Leben, ne? Wenn wir uns zum Beispiel, wenn wir sagen, ja, wir müssen Sport machen und unser Verstand sagt uns, ja, wir müssen Gewichte stemmen im Fitnessstudio. Und dabei macht es viel mehr Freude, zum Tanzen zu gehen. Ja, oder wir sagen, oh, wir müssen joggen, um Kalorien zu verbrennen. Und dabei würden wir gerade viel lieber auf die Yogamatte gehen oder aufs Trampolin oder whatever, ja. Also was tun, was uns Freude macht. Immer dann, wenn wir das nicht tun, also nicht der Freude folgen, dann nehmen wir uns Energie. Bewegung ist trotzdem ein wichtiger Aspekt für Sakral, weil auch das Sakral kann erschöpfen und stagnieren, nenne ich es jetzt mal, wenn nicht genug Bewegung im Leben ist. Aber es muss halt die Bewegung auch sein, die uns Freude bringt, die uns Kraft schenkt, die uns Leichtigkeit gibt. Und immer wenn du merkst, okay, du bist eigentlich frustriert, du bist kraftlos und du versuchst trotzdem noch anderen mehr zu geben, als du eigentlich hast, dann bist du halt in dieser Limitierung drin. Immer wenn du merkst, du hast jetzt aus dem Verstand heraus gehandelt oder aus einer falschen Verpflichtung heraus, weil du denkst, du müsstest für jemanden etwas tun. Ne, oder wie gesagt, auch so diese Sportsachen, ne, weil man gelernt hat, man muss halt das so machen. Immer dann ist man in dieser Limitierung drin. Und das Einfachste, um diese Limitierung zu sprengen, ist, sich dem Bauchgefühl zu widmen und dem Bauchgefühl zu vertrauen. Und das, ne, das hört sich jetzt einfach an, ist es meist nicht. Man darf sich auch erstmal wieder erlauben, die eigene Freude zuzulassen, die vielleicht auch wirklich auf die Prio-Liste ganz oben hinzusetzen und nicht alles andere und zu verstehen, je mehr Freude du in dein Leben ziehst, desto mehr Energie hast du auch wiederum für die Dinge, die wichtig sind, desto mehr Energie hast du für die Menschen in deinem Leben und dass du dann viel mehr bewegen kannst, sodass die Freude nicht hinten und also quasi runterrutscht und das Letzte ist, worauf du dich fokussierst. Und ja, das ist so diese grundsakrale Energie, würde ich jetzt mal sagen. Und dass man da auch drauf achten darf, weil das Sakral ist regenerierend oder regenerativ, aber auch degenerativ, ja. Das heißt, wenn du etwas tust, was dir Freude macht, dann regeneriert sich das Sakral, dann lädt sich das von selber wieder auf. Wenn du aber etwas tust, was ne, dir, wo du über deine Grenzen gehst oder wo du merkst, ne, es ist gerade eigentlich ein ganz klares möchte ich nicht machen aus dem Bauch heraus oder was eine ganz große Frustration auslöst, dann wirst du auch merken, dass deine Energiespeicher extrem schnell in den Boden gehen, also degenerieren und nicht wieder aufgeladen werden. Und deswegen immer wieder zu verstehen, im Sakral geht es auch um das wieder aufzuladen, um den Akku wieder aufzuladen, geht es meist nicht darum, eine Pause zu machen. Bei der Wurzel habe ich ja gesagt, okay, mal auf dem Sofa liegen. Und oft haben wir vielleicht auch 2 oder 3 Motoren auch definiert. Und dann geht es auch darum, eine Balance zu finden. Was ist jetzt gerade das Richtige? Aber das Sakral lädst du selten darüber auf, dass du jetzt total in die Passivität gehst und nichts mehr tust. Sondern du lädst es darüber auf, dass du Dinge tust, die dir Freude machen. Hört sich so simpel an. Ist es leider meistens in unserer Welt nicht. Aber wenn wir anfangen, das wieder zu leben, zu integrieren, merken wir auch, wie gut uns das tut. Und noch eine Sache, vielleicht auch das Sakral, trotzdem eine gute Nachtruhe ist wichtig für das Sakral, wo die Wurzel sich halt auch mal über mehrere Wochen auflädt, ist es beim Sakral schon so, dass ich das über Nacht durch eine gute Nachtruhe aufladen kann, um am nächsten Tag auch wieder voll zu sein, um Energie für Dinge zu haben, die Freude machen. Das heißt, hier die Nachtruhe nicht vergessen, aber generell immer auch wieder gucken, wo kann ich mehr Freude in mein Leben einladen. Dann haben wir die Emotion als weiteren Motor. Gehen wir mal jetzt in die Emotion, bevor wir uns dann noch das Herz anschauen. Und die Emotionen sind ja, wie der Name schon sagt, das Emo-Center steht für unsere Emotionen. Und häufig, also Emotionen sind ja Energie in Bewegung. Ne? Das ist auch schon total logisch, warum es ein Motor ist. Jeder weiß, was für eine Kraft Wut hat. Aber auch was für eine Kraft Vorfreude, ne, Euphorie haben kann. Also ne, da sind hohe Wellen, tiefe Wellen, ein Auf und ein Ab. Alle Emotionen haben eine unglaubliche Schlagkraft. Es gibt natürlich welche, die sind ein bisschen milder, aber Emotionen generell sind auch das, was uns als Menschen in Bewegung bringt. Und die größte Limitierung mit den Emotionen ist oft, dass Menschen mit definierten Emotionen denken, sie sind zu viel mit ihren Emotionen und haben gelernt, dass es nicht sicher ist, die zu fühlen. Und können natürlich dadurch, wenn sie Emotionen unterdrücken, gar nicht die Energie nutzen, die eigentlich zur Verfügung steht, wenn die Emotionen gefühlt werden. Weil eine Wut, die unterdrückt ist,
Ja, die wird auch was auslösen, aber eher im Körper und nicht im Außen und wird niemals die Schlagkraft haben, die sie im Außen haben kann. Und jetzt haben wir meist gelernt, Wut ist schlecht. Aber Wut ist eigentlich einfach nur eine Energie, die zur Verfügung steht, um zum Beispiel in die Veränderung zu gehen. Ja, wenn ich wütend bin auf eine Sache, die im Außen passiert, dass in meiner Straße das und das gemacht wird, und ich nutze die Wut, um nicht in der Wut etwas zu tun, sondern die Wut als Antreiber, um zum Beispiel selber, keine Ahnung, vielleicht fahren sie in der Straße zu schnell und ich habe Kinder und habe Angst, dass die dann über die Straße gehen, und ich nutze dann diese Wut und sage, ich setze hier was um und gehe in die Handlung und gehe proaktiv voraus, damit hier eine Veränderung kommt, oder ne, leite das Projekt an, dann ist eine Wut auch wieder ein unglaublich starker Antreiber. Oder ich nutze die Wut auf meinen Chef, um mir einen neuen Job zu suchen. Ne? Also nicht die Wut auf den anderen Menschen zu projizieren und zu sagen, der ist schuld daran, sondern zu gucken, was will dir die Wut erstens mitteilen. Oft kommt Wut auch später, wenn wir Grenzen überschritten haben, oder das ist nochmal ein anderes Thema, oder unsere Grenzen überschritten wurden, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Also auch immer zu gucken, was ist vielleicht auch die Botschaft der Emotionen. Aber gleichzeitig sind die Emotionen schon eine Form der Energie, die dir zur Verfügung steht, um halt auch in die Handlung zu kommen. Das heißt, größte Limitierung, die eigenen Emotionen nicht zulassen, die Emotionen nicht fühlen. Oder sich auch wieder zu sehr mit den Emotionen zu identifizieren, dass man halt zur Wut wird. Dann kann man die Wut auch nicht nutzen, weil man ist ja die Wut, ne? Also so ein bisschen diese, auf der einen Seite fühlen, aber ein gewisses Level von, ich bin nicht die Wut, sondern das ist ein Ausdruck der Energie in mir. Und was kann ich damit machen? Also trotzdem in so einer Art Beobachterperspektive bleiben können. Das Wichtigste, um diese Limitierung jetzt erstmal zu sprengen, ist natürlich vielleicht auch ein bisschen offensichtlich, aber es ist wieder Emotionen zuzulassen, wieder ins Fühlen zu kommen und die Emotionen fließen zu lassen. Das heißt, feinfühliger dafür zu werden, wann unterdrückst du etwas, wie neigst du dazu, vielleicht deine Trauer, deine Wut, weil oft neigen wir auch dazu, die negativen, in Anführungszeichen negativen Emotionen zu unterdrücken, aber letztendlich regeln wir alles damit runter. Wenn wir die Wut nicht fühlen, können wir die Freude auch nicht fühlen. So, ne? Das ist immer beide Seiten. Wir regeln alles runter und damit natürlich auch unsere Kraft und unsere Energie. Das heißt, hier alle Emotionen willkommen zu heißen, so wie sie sind. Und vielleicht auch in erster Instanz erstmal nichts damit machen zu müssen. Du musst nicht sofort von der Wut in die Handlung kommen, sondern erstmal die Wut fühlen und gucken, wie kannst du sie zum Ausdruck bringen. Und auch natürlich mit den definierten Emotionen. Es ist immer deine Entscheidungsweisheit. Ne? In welche Richtung leiten dich auch deine Emotionen? Ne? Wie kannst du da ins Fühlen kommen und die Gefühle auch als Hinweise nehmen und gleichzeitig dir den Raum geben, wieder in die Klarheit zu kommen, um deine großen Entscheidungen zu treffen und nicht aus den Emotionen heraus zu handeln? Und ja, meistens, wenn man sich wieder erlaubt, ins Fühlen zu kommen, und da ist natürlich auch, je nachdem, wie lange du dir das verboten hast, je nachdem, was du mit den Gefühlen auch verbindest, ist natürlich vielleicht auch ein Prozess, aber du wirst merken, dass viel, viel mehr Energie und Kraft frei wird und dass nicht die Energie mehr im Innen stagniert und in dir quasi vielleicht auch manchmal etwas zerstören kann, sondern im Außen ganz anders fließen kann und auch dienen kann. Und dass deine Emotionen auch wieder ein Weg in die Kreativität, in die Schaffenskraft sind. Genau. Und jetzt haben wir noch als kleinen vierten Motor das Herz. Das ist zwar erstmal so äußerlich das kleinste Center der Chart, aber es ist ein unglaublich kraftvolles Center, das Herz. Es ist die Willenskraft. Wenn sie definiert ist, ist es das eigene Ego, die eigene Willenskraft nutzen können, Versprechen geben, die auch halten, sich mal durchboxen, der Erste, der Beste sein wollen. Auch Kontrolle ist hier ein großes Thema. Und ist aber unglaublich kraftvoll, wenn man kann sein Herz dafür einsetzen, wenn man das Herz für etwas einsetzt, wohinter man quasi wirklich steht, dann ist man eigentlich nicht mehr zu stoppen. Ne? Und dann damit inspiriert man auch wieder andere, für sich zum Beispiel einzustehen oder für die richtigen Projekte einzustehen. Also das Herz-Ego-Center ist nicht zu unterschätzen. Die größte Limitierung, die ich immer wieder beobachtet habe in meiner Arbeit, vor allem bei Frauen, sage ich jetzt mal, ich will das nicht verallgemeinern, aber vor allem, dass wir Frauen gelernt haben, dass es nicht gut ist, ein Ego zu haben oder willensstark zu sein oder uns durchzusetzen, weil dann sind wir die Bitch, sage ich mal so, oder ne, die blöde Kuh. Und das besser ist, sich manchmal unterzuordnen, ne, dass wir nicht dafür losgehen dürfen, sondern lieber ne, klein, still und
lieb und nett sein können. Und das heißt nicht, dass du mit einem definierten Herzen nicht lieb und nett bist, aber es geht manchmal darum, schon auch deinen Willen durchzusetzen oder für deinen Willen loszugehen, dich nicht über andere zu stellen, aber dich vor allem auch nicht unterzuordnen und auch keine falschen Versprechen zu machen. Das ist auch wieder so ein sehr großer Schatten oder eine große Limitierung mit dem definierten Herzen. Du hast die Kapazität, Versprechen zu machen, aber wenn du das nutzt, um die falschen Versprechen zu machen, wohinter du eigentlich gar nicht stehst, würde dich das ganz viel Energie kosten. Vor allem, wenn du dir vielleicht auch selber Versprechen machst, ja. Ja, ich mache jetzt jeden Tag, mache jetzt die und die Sportart oder ich trinke jetzt jeden Tag den Smoothie und eigentlich ist es gar nichts, hinter dein Herz steht oder den Rest deiner Energie und du wirst das Versprechen brechen, dann brichst du das Vertrauen in dich oder auch im Außen. Und wenn du das Versprechen brichst, dann brichst du auch hier wieder das Vertrauen in dich und damit auch jedes Mal so ein Stückchen deiner Willenskraft und deines Selbstwertes. Also es ist hier unglaublich wichtig, also erstmal das zu verstehen. Wo liegt hier deine Limitierung? Wo liegt hier quasi was drüber? Wann hast du vielleicht gelernt, dass es nicht in Ordnung ist, für dich einzustehen oder willensstark zu sein oder die Erste sein zu wollen, die Beste sein zu wollen oder ne, auch mal, ich sag mal, in einer Gehaltsverhandlung für dich einzustehen oder bei deinen Freunden oder wo auch immer, bei deinem Partner, in deiner Partnerschaft und wirklich jetzt mal reinzuschauen, wofür brennt dein Herz denn eigentlich? Wo möchtest du deine Willensstärke einsetzen können? Und nach auch lernen durch die Beobachtung und Erfahrung, dass es sicher ist, diese Willenskraft zu nutzen. Und jedes Mal, wenn du die auch für dich oder für das einsetzt, wo dein Herz für brennt, ja, das kann auch die Gemeinschaft sein. Das Herz ist unglaublich großes Familie, Gemeinschaft, Team, Miteinander. Das ist da eine ganz große Schwingung drin. Das heißt, auch das Ego ist eigentlich niemals in dem Sinne, selten das Ego im, ich mache das nur für mich, sondern auch ich mache das für andere. Und jedes Mal, wenn du dann auch die Willensstärke auslebst und die Versprechen hältst, die du gibst, also wirklich Versprechen aus dem Herzen gibst und die auch hältst, wirst du auch deinen Selbstwert ganz automatisch stärken und wirst andere darin bestärken, auch sich selbst als wertvoll anzuerkennen, selbstbewusst zu sein, ja. Das sind hier ganz große Themen und dann ist das Herz, obwohl es so ein kleiner Motor ist, wirklich unaufhaltbar, wenn du anfängst, diesen Motor zu leben und nicht dich länger da unterzuordnen und zu limitieren. Und um jetzt diese Podcast-Folge so ein bisschen zu nutzen, um auch die Zeit- und Energiequalität zu nutzen, um jetzt zu sagen, okay, ist jetzt einfach Zeit, sage ich jetzt mal so, für so einen Frühlingsputz im Inneren. Jetzt nicht in, wenn du entdeckt hast, du hast vielleicht 1, 2, 3, 4 Motoren, wie viel auch immer, definiert und du limitierst dich dann noch nicht, wieder in die Ablehnung zu gehen und dich selbst zu verurteilen, sondern das Bewusstsein dafür jetzt zu begrüßen und dich dafür zu öffnen, in die Veränderung zu kommen. Und meistens, wenn wir uns erlauben, hinzuschauen, das ist der erste Schritt der Veränderung. Und das heißt auch nicht, du musst jetzt alles auf einmal ändern, sondern vielleicht einfach auch jetzt mal, vielleicht nochmal reinzuhören, vielleicht deine Chart mal beiseite zu nehmen und parat zu haben und einfach mal ein paar Gedanken dazu aufzuschreiben. Welches Thema davon ist bei dir jetzt gerade besonders präsent? Meistens das, was sich jetzt gerade am stärksten zeigt und quasi in die Sichtbarkeit kommt, das ist auch das Thema, wo wir am meisten gerade dran verändern können und wo sich automatisch, ja, automatisch ganz häufig einige Sachen auch lösen. Also es ist dann nicht so, dass wir alles machen müssen, sondern oft ist es wie so ein kleiner Rattenschwanz, sage ich jetzt mal so, wenn du merkst, das größte Thema ist vielleicht die Freude, die du nicht zulässt. Dann wirst du merken, wenn du das wieder zur Prio machst und einfach guckst, wie kann ich mehr Freude in meinen Alltag einladen, dass sich vieles andere, wie zum Beispiel der Antrieb der Wurzel oder die Emotion vielleicht auch automatisch mehr lösen. Oder wenn du merkst, mein größtes Thema ist jetzt gerade das Herz, was wir besprochen haben. Oh, ich habe gelernt, es ist nicht sicher für mich einzustehen oder selbstbewusst zu sein, meine Willenskraft zu nutzen. Wann ist das nächste Mal, wann wirst du eingeladen, auch vom Leben, von den Situationen von Menschen, auch wirklich in deinem Selbstwert zu stehen, für dich einzustehen, willensstark deinen eigenen Weg auch zu gehen oder dich auch für andere einzusetzen, wenn dein Herz dafür brennt. Und zu schauen, was sich da verändern darf und dass automatisch hier dann vielleicht auch die Gefühle wieder mehr zum Ausdruck gebracht werden dürfen oder ein anderer Antrieb wiederum da ist aus der Wurzel heraus. Also hier auch mal, das hängt alles miteinander zusammen und meistens, wenn wir die größte aktuelle Limitierung lösen, dann darf sich auch beim Rest was verändern. Und es ist auch meiner Meinung nach nicht so, dass wir an irgendeinem Punkt völlig geheilt und erleuchtet am Ende des Lebens sind, sondern dass es einfach auch Themen sind, ja, wo wir in diesem Leben aufgefordert sind, immer wieder in den Prozess zu gehen und dass das nicht gut oder nicht schlecht ist, auch nicht heißen muss, wir müssen bis das Ende unseres Lebens daran arbeiten,
sondern dass, wenn wir einfach mit diesem Bewusstsein dahin schauen und vielleicht die richtigen Worte in dem Moment finden, vielleicht liebevoll mit uns selbst und auch mit anderen, wenn wir es bei anderen in unserem Leben beobachten, ja, wir da trotzdem in dieser liebevollen, mitfühlenden Art und Weise bleiben können und nicht im Verurteilen sind und in der Ablehnung sind. Das ist schon Teil so dieses ganzen Heilungsprozesses. Und dann ist es auch völlig in Ordnung, dass wir immer wieder, ja, das beobachten dürfen. Und viele Themen werden sich lösen. Manche werden wir vielleicht ein ganzes Leben immer wieder zu spüren bekommen, aber das ist auch wieder auch darauf zu vertrauen, dass es vielleicht im gewissen Sinne Teil von unserem Seelenplan jetzt hier gerade ist. Und ja, und trotzdem darf es leicht sein. Ja, also das heißt, du musst nicht die Limitierung dein ganzes Leben mit dir rumschleppen, weil wir merken auch oft, wenn wir was verändern, wow, wie viel leichter es manchmal sein darf. Und genau, ich glaube, ich wollte einfach nur sagen, dass du kein Ende erwartest, dass du jetzt nicht sagst, boah, das muss jetzt in einer Woche gelöst sein, da ein bisschen den Druck auch rauszunehmen und gleichzeitig halt einfach in dieser Empathie auch zu bleiben und auch zu sagen, auch wenn das sich die nächsten Jahre noch mit durchzieht, dieses Thema, jedes Mal, wenn es sichtbar wird oder jedes Mal, wenn es in dein Bewusstsein kommt, ist es eine Einladung für Heilung oder ist es bereits Teil der Heilung, die du jetzt gerade in diesem Leben erfahren darfst. Und ja, ich weiß auf jeden Fall, also bei mir sind Wurzel und Sakral definiert als Motoren. Unglaublich große Themen, immer wieder, auch in meinem Experiment. Ich habe jetzt letztens mit meinem Team gesprochen, bei mir ist jetzt ja mittlerweile das 6. Jahr meines Human Design Experimentes. Und bei mir fing es tatsächlich an mit der Freude, die ich gelernt habe, immer unten unterzuordnen. Ne? So ein bisschen erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und das Vergnügen, dafür war dann meistens nicht mehr genug Energie da, sage ich jetzt mal so. Dass das auf jeden Fall auf der einen Seite so die größte Veränderung bei mir auch im Leben natürlich war als sakrale Generatorin. Aber dass es natürlich immer wieder nach oben kommt in verschiedenen Lebensbereichen, je nachdem in verschiedenen Situationen oder auch gewisse Menschen oder Situationen auch wieder diese alten Wunden auslösen können und man da immer wieder ja reingehen darf. Und aber auch sehen darf, was sich vielleicht schon verändert hat. Vielleicht bist du ja auch schon ein bisschen länger in deinem Human Design Experiment. Dann ist jetzt vielleicht auch ein guter Moment, um schon mal zurückzuschauen und zu sehen, wow, krass, ja stimmt. Vor einem Jahr, vor 2 Jahren, vor 5 Jahren, da hatte ich noch die Limitierung. Das ist mittlerweile gar kein Thema mehr für mich. Wie geil ist das denn? Also auch dich selber dafür zu feiern und einfach zu sagen, du bist gerade gut so, wie du bist, genau in deiner Energie, wie du bist. Und dein Human Design ist optimal, perfekt, genau richtig, so wie es ist. Um dich in deinem Seelenprozess, in deinem Bewusstseinsprozess auf dieser Erde zu begleiten. Wenn du dein Human Design jetzt besser kennenlernen möchtest und vor allem deine Chart mit all ihren Facetten, mit all ihren Energien, jedes Center in der Tiefe wirklich entdecken möchtest, dazu auch noch natürlich deine Kanäle, dein Lebensthema, aber auch dein Profil und wirklich so die Gesamtheit deiner Chart in ihrer Tiefe erfahren möchtest, dann kann ich dich jetzt einladen, dich auf die Warteliste für den kosmischen Kompass einzutragen. Die ersten 111 Bestellungen fließen jetzt gerade nach draußen. Wir durften im März die Anmeldung öffnen. Innerhalb weniger Minuten waren die ersten 111 kosmischen Kompasse ausverkauft. Bald, also jetzt im Mai 2023, öffnen wir über die Warteliste erneut die Anmeldung für den kosmischen Kompass und somit kannst du dir jetzt auch dein schriftliches Holistic Human Design Reading und Coaching von mir sichern. Ich freue mich ganz riesig, dich mit meinen Worten da wirklich zu begleiten. Es ist gerade so ein unglaubliches Herzensprojekt und es ist in den letzten Wochen und Monaten von einer kleinen Idee gewachsen in ein Riesenprojekt. Also ich kann nur sagen, wenn du den kosmischen Kompass bestellst, dann ist es dein persönliches Human Design Buch. Ich weiß nicht, wie viele hunderte Seiten ich in den letzten Wochen für die Readings getippt habe. Es ist auf jeden Fall wirklich das ausführlichste schriftliche Reading auf dem deutschen Markt, aber auch international, auf dem internationalen Markt, was ich bisher beobachten durfte. Und es ist einfach so ein Herzensprojekt, weil, wie ich gerade schon gesagt habe, Human Design ist keine Sache, die man einmal entdeckt und dann legt man es wieder beiseite, sondern es ist etwas, womit du dein Leben lang arbeiten darfst. Und der kosmische Kompass ist so dein persönlicher Weg, eher Wegweiser in deinem Leben. Dein kosmischer Kompass kann dein Lebensbuch sein, was du immer wieder aufschlägst, womit du immer wieder arbeitest, weil mir war es wichtig, dir jetzt nicht nur irgendwelche Texte und Theorien mitzugeben, sondern dir vor allem auch praktische Tipps, Hinweise, Impulse zu geben, Fragen dir an die Hand zu geben, mit denen du selber arbeiten kannst, um zu entdecken, wo du jetzt gerade mit dieser Energie stehst und dein Human Design wirklich
ja, im höchsten und besten Sinne ausleben kannst und da auch ein Leben lang, ohne auf die Perfektion zu gehen, aber ein Leben lang einfach Freude hast, mit deinem Human Design zu arbeiten. Den Link zur Warteliste für den kosmischen Kompass, den findest du jetzt in der Podcast-Beschreibung. Ich kann wirklich sagen, wir werden die nächste Anmeldung für den kosmischen Kompass nur über die Warteliste eröffnen. Das heißt, es lohnt sich, also auch für den Preis aktuell, es läuft alles nur über die Warteliste. Das heißt, es lohnt sich wirklich, da einzutragen. Und ja, das Feedback bisher ist schon unglaublich. Ich kann es kaum erwarten, den kosmischen Kompass jetzt auch noch an mehr Leute rauszusenden und würde mich riesig freuen, dich in diesem Rahmen auch begleiten zu dürfen. Und wenn du vielleicht sogar bereit bist für den nächsten großen Schritt und Holistic Human Design Coach werden möchtest, um mit dem Wissen über das Human Design System dein eigenes Leben zu transformieren, das Leben deines Umfeldes zu transformieren, aber auch Menschen begleiten möchtest, um wirklich in ihre volle Energie, in ihr Potenzial zu kommen, ganz egal in welchem Lebensbereich, und so die Basis der Chart nutzen möchtest, um da wirklich in eine tiefe Veränderung zu kommen, dann kann ich dir jetzt schon mitteilen, dass diesen Frühling die Anmeldung zur Holistic Human Design Coaching Ausbildung wieder öffnet. Ich kann es kaum erwarten. Die letzten Monate hat es mir schon in den Fingern gekribbelt. Und jetzt ist es bald endlich soweit. Wir können die neue Runde eröffnen und du kannst jetzt dabei sein, um in 10 Inhaltsmodulen ganz tief in alle Aspekte der Human Design Chart einzutauchen, wirklich im Coaching auch zu lernen, wie du das Wissen der Human Design Chart nutzen kannst, um andere Menschen bestärkend, liebevoll und ganzheitlich auf ihrem Weg zu begleiten. Es gibt ganz, ganz viele wundervolle Inhalte. Du lernst, wie du Readings aufbereiten kannst. Du hast eine unglaublich tolle Community und ich freue mich auf tolle Embodiment-Live-Sessions mit dir. Das wird wirklich der absolute Knaller. Und um da auf jeden Fall up-to-date zu bleiben, es nicht zu verpassen, kannst du dich jetzt auch in die Warteliste für die Ausbildung eintragen. Auch hier findest du den Link natürlich über die Podcast-Beschreibung oder auch über meine Website www.allabouthumandesign.de. Und dann kann ich es kaum erwarten, dich in den nächsten 12 Monaten mitzunehmen in die Tiefen der Human Design Chart und da wirklich zu beobachten, wie du ja deine Energie auf einer ganz anderen Ebene nochmal kennenlernst und ausleben wirst, aber wie du auch wirklich das Leben ganz, ganz vieler Menschen berühren und transformieren wirst. Das ist mir eine unglaubliche Freude. Und ich glaube, jetzt bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, als einfach nur danke, dass du Teil des Podcastes bist. Danke, dass ich dich vielleicht im kosmischen Kompass begleiten darf oder dich auch bald in der Holistic Human Design Coaching Ausbildung begrüßen kann. Vergiss niemals, du bist ein Wunder. Du bist aus Sternenstaub gemacht und du trägst das ganze Universum in dir. Alles, alles Liebe, deine Steffi.